Ja, hallo, herzlich willkommen zum ersten Crab Map Check. Das Thema ist ja schon ein Weilchen her. Ich glaube, ich hatte das so Mitte August mal angesprochen, angeregt dadurch, dass ich ja immer wieder in den Kommentaren zu meinen Videos lese, was für eine tolle Welt ich doch habe und na, wer dann den Kommentar geschrieben hat, der ist halt der Meinung, seine Welt sei nicht so schön oder sogar richtig Müll. Und da ich also der festen Überzeugung bin, dass es keine schlechten Minecraft-Maps gibt, habe ich mal gesagt, wenn ihr eure Welt nicht gut findet, dann schickt sie mir doch einfach mal. Und ich schaue dann mal drüber und schaue mir das mal an und vielleicht fällt einem da ja was ein. Ja. Das war, wie gesagt, so Mitte August, ist also schon ein Weilchen her. Und ja, ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass das so lange gedauert hat. 1.8 steht ja jetzt sogar schon vor der Tür und der eine oder andere wird ja vielleicht sogar dann darüber nachdenken, mit 1.8 komplett eine neue Welt anzufangen. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, es kamen nicht so viele Einsendungen, wie ich erwartet habe oder wie ich gerechnet habe. Ist auch aber nicht so schlimm. Na, und die Auswahl, welche Welt ich heute mir angucke und halt auch vorstelle, hängt ja damit zusammen. Die war recht einfach, denn drei Leute haben mir ihre Welt geschickt, wenn ich das richtig durchgezählt habe. Und zwei davon haben einfach nur eine Mail mit einem Download-Link geschickt, ohne was zu ihrer Welt zu sagen, ohne zu sagen, was ihnen an ihrer Welt nicht gefällt, wo sie das Problem damit haben. Und da fiel natürlich die Wahl einfach, weil einer hat tatsächlich ein paar Zeilen dazu geschrieben, wo er ein Problem mit seiner Welt hat, wo es ihm nicht so gefällt, womit er also kämpft. Und ja, das werden wir dann gleich sehen, wer das war. Wir schauen uns nämlich einfach erstmal nur den Text an, den derjenige geschickt hat. So, ich hoffe, Fraps schneidet das jetzt mit um. Na, hier haben wir den Text, der da kam. Ich habe eine Minecraft-Map, die mir nicht so ganz gefällt, da es an Bauplatz fehlt. Das ist auch noch ein außergewöhnliches Problem, was wir hier haben. Also nicht einfach, nö, ich finde keine Höhlen, ich finde keine schönen Sachen. Nein, hier fehlt es an Bauplatz. alles mit Word-Edit zu plätten ist ja auch doof. Ich suche nach hügeligen Gebieten und finde nur steile Berge. Gebaut ist auch schon was. Die Welt wird seit 500 Ingame-Tagen gespielt, das ist ja auch schon ein Weilchen, und ist 50 MB groß. Da hat sich also wirklich schon jemand auch reingekniet. Hat dann die Welt sogar neu hochgeladen und mir sogar ein richtig anständiges Inventar gemacht, noch ein paar andere Sachen. Dickes Danke nochmal dafür. Und ja, wenn du möchtest, kannst du eine neue Version runterladen. Hier der Link dazu, bla bla. Na, den Link werde ich jetzt erstmal nicht veröffentlichen, es sei denn, ich krieg da die Erlaubnis noch. So habe ich mir das gedacht. Ja, dass ihr auch ein bisschen dazu schreibt, was euch da fehlt. Ich hatte es ja auch angesagt, dass ich da gerne noch ein paar Zeilen Text dazu hätte. Und wie gesagt, derjenige hier war also der Einzige, der das gemacht hat, von dem ich also ein bisschen mehr gekriegt habe als nur den Link. Schauen wir uns die Map doch einfach mal an. Ja, speichern. So, ich hoffe, Fraps schaltet jetzt wieder um. Das ist also mein Minecraft und ich spiele mit den Standard-Texturen. Diesmal habe also jetzt extra hier kein Texture-Pack ausgewählt, sondern mich extra für die Standard-Texturen entschieden. Und jetzt laden wir uns hier die Welt. Und ja, das sieht doch schon mal richtig schnucklig aus, muss ich mal sagen. Diese große Glaskuppel, also hier hat doch jemand richtig schon kräftig gebaut. Und jetzt werden wir auch gleich sehen, wer das war, denn die hat mir nämlich als Willkommensgruß ein schönes Schild hingestellt. Willkommen, Dutchman 64. Mechatronics ist also der Glückliche, dessen Welt ich mir hier mal angucken werde und wo wir mal ein bisschen knobeln werden, wie wir ihm da helfen können. Er sucht, wie gesagt, ja, Baugrund, nämlich größere Flächen. Wenn ich mir die Halle hier so ansehe, dann ja, kann ich auch verstehen, in welchen Größenordnungen er hier arbeitet. Ja, das ist ja doch ein bisschen schon was anderes als bei mir. Dagegen habe ich ja hier kleine Gebäude, klitzekleine Gebäude, Hütten, Lauben.
Okay, bevor wir uns aber hier auf der Map umschauen, schauen wir uns erstmal die Karte dazu an. Und ich hoffe, Fraps schaltet wieder mal mit, wenn ich hier die Anwendung wechsle. Ja, Fraps hat leider nicht mit umgeschaltet, auch vorhin nicht, als ich den Text eingeblendet habe. Das habe ich dann einfach mit der Videobearbeitung gemacht. Hier haben wir also die Karte, die ich von dieser Welt mit Cartographer erstellt habe. War derselbe Versprecher wie in der ersten Aufnahme. Also, Cartographer heißt ja das Programm. Und schauen wir uns einfach mal die Welt ein bisschen an. Was mir als erstes auffällt, sind hier die Lücken, die er hier hat. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ob er seine Welt einfach in meine reingepackt hat und ein paar Chunks weggelöscht hat oder irgendwie hier mal Chunks weggelöscht hat oder sowas. Ich weiß es nicht, wie man so eine Lücken hinkriegt. Denn eigentlich wird ja alles um einen herum entdeckt. Okay, wie dem auch sei, hier sind ja in der Mitte schon einige Gebäude zu erkennen und hier sehen wir auch die Glaskuppel, in der ich gerade gestanden habe. Und ihr seht, der Junge baut durchaus oder durchweg hier in solch großen Maßstäben. Na, die Kuppel und das Gebäude drumherum, das ist ja schon mal ein ganz schöner Klotz, den er hier hingesetzt hat. Und dann gibt es aber noch hier diese riesige Kirche, also dieser Dom, denke ich mal, wird das. Ja, dann haben wir hier noch ein großes Gebäude und dann haben wir hier, das sieht mir aus wie eine Stadtmauer, eine schöne. Und dann haben wir hier, ich denke mal, ja, kleinere Häuser. Das wird also hier eine Stadt, ein Dorf. Naja, schon eine Stadt. So, wenn ich mir die Anzahl der Hütten hier angucke, hier teilweise noch im Bau. Na, hier schon die Grundsteine gesetzt. Dann hier kleiner Hafeneinfahrt. Das haben wir hier. Also, ja, kein Wunder, dass Mechatronics hier größere Flächen braucht. Und zwar halbwegs ebene Flächen braucht. Also in den Größenordnungen, in der hier gebaut wird. Das ist doch ein Stückchen anders als bei mir. Und ja, also ist natürlich klar, solch große Ebenenflächen gibt es also in Minecraft nicht. Ich denke mal, das wird mit der 1.8 auch eher noch ein bisschen, ja, schlimmer. Weil ja neue Chunk-Typen dazukommen und also neue Chunk-Typen, Dings, Bio. Biosphären oder wie auch immer man die Dinger jetzt nennt. Biome. Jawohl, jetzt habe ich's. Ja, und das wird also schwer sein, relativ ebene, größere Flächen zu finden. Und so wie hier in dem Maßstab, denke ich mal, ist das wohl kaum möglich. Ja, aber schauen wir uns mal ein bisschen hier auf der Karte um. Das erste Spektakuläre, was ich hier schon sehe, das ist das hier. Das scheint mir auf einem Berg oben Lava zu sein, Lava an der Oberfläche, ein Vulkan vielleicht. Hier hat er wahrscheinlich was so mit Wasserfällen gebaut, das werden wir uns nochmal angucken. Schauen wir mal, ob er noch irgendwo auf der Map gebaut hat. Gut, hier haben wir natürlich auch wieder viele steile und hohe Berge. Dann geht's hier runter, das ist also auch nichts. Hier wäre so ein halbwegs ebenes Gebiet, das ist aber auch. Ja, dann vielleicht gerade mal so groß wie die Stadt. Also nicht ganz die Größe, die er hier hat. Hier hätte man also was. Dann haben wir hier. Wobei der große Berg hier mitten in der Wüste, das ist natürlich auch sicherlich reizvoll. Oder hier haben wir auch direkt aus der Wüste emporsteigend nochmal so einen steilen Berg. Hier auch wieder viel steile, na, Cliffs. Steilwände, steile Felswände, die natürlich jetzt für die normalen Minecrafter unter uns, so die Häuslebauer, sage ich mal, sicher interessant sind, weil man zum Beispiel hier, wenn man sich hier oben die Hütte hinsetzt, da hat man auch hier einen spektakulären Blick. Hier nochmal ein Lavasee an der Oberfläche, Wasserfälle. Das sieht doch hier richtig reizvoll aus, die Ecke. Ist aber eben nicht das, was Mechatronics braucht. Na, mit seinem Baustil. Gut, hier könnte man was machen, da könnte man hier den See zuschütten. Bei den Größenordnungen, die er halt braucht, ne? Ihr seht das ja, macht das schon Sinn, da mit World Edit oder MC Edit
zu arbeiten und sich die Flächen da einzuebnen, die man braucht. Schauen wir hier weiter um. Hier haben wir schöne reizvolle Inselkette, kleine, hier auch nochmal. Auch hier wieder, na, steile Berge, richtige steile Abhänge, Wände. Hier auch nochmal drin so ein ganz versteckter kleiner See. Na, und hier auch nochmal für den normalen Minecrafter ist das gefundenes Fressen. Der klatscht da richtig in die Hände. Na, wenn ich mir das hier so ansehe, hier große steile Wand, hoher Berg oben hier. Das, gut, hier diese Fläche, das wäre auch nochmal ein Bereich, den man relativ leicht einebnen kann. Na, wo man sich dann so eine ebene Fläche machen kann, damit man in der Größenordnung bauen kann. Aber hier, schaut euch doch mal das an. Hier nochmal so ein Überhang drin und ach, da freut man sich doch eigentlich. Aber wie gesagt, Mechatronics hat ja hier ganz besondere Anforderungen an seine Map. Na, und wenn ich mir hier diese Ecke so angucke, das sind auch alles steile Abhänge. Ja, gut, hier mit der Wüste, mit dem Sand, das sieht sicherlich, ist sicherlich verlockend für so einen wie für den normalen Minecrafter, ne? Aber das, was er braucht, das ist eben was anderes. Und er braucht große, halbwegs ebene Flächen. Na, damit er hier sowas noch. Oh, wo haben wir es denn? Na, hier seine Gebäude hinsetzen kann. Der Junge baut ja in Dimensionen. Das ist ja schon fast server-like, muss ich sagen. Aha. Also wenn ich mir das hier angucke. Aber so ein paar Stellen haben wir ja gefunden, wo man was machen könnte. Also ein Tipp wäre zum Beispiel eben Seen einzuebnen. Na, wo hatten wir hier so eine Fläche? Naja, hier wäre noch was. Ein relativ großer, flacher Bereich, das stimmt schon. Na, hier vielleicht kann man was machen. Muss man aber auch einen Großteil von dem Sand hier wegnehmen. Na, ansonsten. Ja, zum Beispiel hier dieser Bereich, den könnte man wahrscheinlich relativ leicht einebnen. Oder hier, also ein Tipp wäre erstmal zu gucken und zu überlegen, ob man nicht die Seen hier einebnet. Mit MacEdit natürlich, ganz klar. Ja, aber da hat man eben eine relativ große, flache Fläche, ohne zu viel von der anderen Landschaft kaputt zu machen, die ja hier wirklich sehr reizvoll ist. Schauen wir uns hier mal weiter um. Ja, hier haben wir auch wieder Steilhänge. Ja, kaum größere ebene Flächen. Hier könnte man vielleicht noch was machen. Ja, das hier scheint relativ groß und relativ flach zu sein. Da haben wir also wenigstens keine richtigen steilen Berge dabei. Ne? Das ist ja. Ja, ansonsten hier dann wieder, zack, haben wir hier die richtigen Steilhänge dabei. Gut, und in einem Schneegebiet zu bauen, ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, was haben wir hier noch? Ja, hier mal, siehst du, wieder steile Hänge. Und hier wäre nochmal so ein größeres Gebiet, was relativ flach ist. Also relativ eben. Nicht flach, sondern eben. Ja, oder hier, diesen Bereich könnte man auch relativ gut einfach auffüllen, um sich da eine ebene Fläche zu schaffen, aber sonst ist es hier auf der Map natürlich schon knirsch. Na? Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Ja? Also der erste Tipp wäre eben, ja, sich verschiedene Gebiete zu suchen und einfach hier die kleinere Seen zum Beispiel einfach aufzufüllen mit MacEdit. Da erhält man einfach eine relativ große, flache Fläche, weil die Wasserfläche vorher ja eben war. Ja. Und so erhält man eben eine relativ große, durchgehende Fläche, flachen Baugrund, ohne zu viel von der Landschaft drumherum kaputt zu machen. Denn mich würde ja schon mal interessieren, was hier vorher alles stand. Das war bestimmt auch nicht reizlos. Ja. Eine andere Sache ist, dass man ja die Gebäude oder die Projekte, sage ich mal, möglichst ja verteilt einfach ein bisschen. Und so eben nicht eine große flache Fläche braucht, sondern mehrere kleinere ebene Flächen bauen, die dann aber durchaus auf verschiedener Höhe sein können. Na, da kriegt man dann noch zusätzlich Chancen. Da könnte man zum Beispiel, ich such mal was, ja, könnte man zum Beispiel hier was machen.
Oder halt eben ein anderer, dritter Tipp noch, die Spitzen wegcutten und mit dem Material, was man da rausholt, halt Löcher auffüllen. Ne? So kann man halt auch Flächen einebnen. Das wäre hier vielleicht eine Sache, wenn man also hier die Bergspitze abschneidet und damit dann rundherum halt auffüllt, dann dürfte man hier auch eine relativ große ebene Fläche bekommen. Ich schaue mal nach einem anderen Platz, wo sowas was bringen könnte. Ja, hier natürlich nicht, da hat man einfach durchgehend hier oben diese Bergkette. Das macht da einfach zu viel Arbeit, vor allen Dingen. Ne? Aber hier zum Beispiel dieses Gebiet, na, da könnte man sowas machen. Na, oder ja, hier dieses kleine Tal zum Beispiel halt ausfüllen, auffüllen mit dem Material, was man hier von der Bergkette abträgt. So eine Sachen. Na, oder eben wie gesagt, hier wäre noch so eine Sache. Ja, wenn man hier diese beiden Seen mit MC-Edit einfach auffüllt. Hier haben wir noch einen Berg, da kann man Material abtragen und das hier also in die Lücke dann reinsetzen, dass man also eine relativ große, durchgehende Fläche bekommt. Aber ansonsten, ja, muss man halt, denke ich mal, teilen. Na, dass man also dann die Gebäude auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Niveaus baut, so wie das hier ja schon gemacht hast, wenn ich das hier richtig sehe. No, dieses Gebäude mit der Glaskuppel, das steht ja schon auf einer anderen Ebene als hier zum Beispiel der Dom und die Stadt. Ja, das wären so erstmal auf den ersten Blick meine Tipps. Wir werden uns jetzt aber gleich nochmal direkt auf der Map umschauen und so ein bisschen Eindruck von dem, was uns hier erwartet, haben wir ja schon. Schauen wir mal, wie das dann richtig in-game aussieht. Tja, auf geht's. Schauen wir uns einfach mal hier etwas um. Erster Blick ins Inventar. Schön, ich habe Diamantwerkzeuge dabei. Eine Karte, Kompass, Uhr und ein Bett. Und einige Fackeln. Sehr schön. Zwei Stacks. Ich habe hier auf Easy gestellt. Beim ersten Anlauf war es hier Nacht und da turnte da hinten ein Skelett herum. Ich möchte nicht, dass hier dann irgendwie ein Creeper was in die Luft bläst. Das wäre schade. So, dann schauen wir hier einfach mal den Gang lang. Der ist auch so gebaut, dass man hier nicht runterfallen kann. Sehr schön, aber trotzdem sieht man was. Und von unten dürfte diese Galerie auch recht gut aussehen. Dann geht's hier weiter. Durch die Tür. Zack. Und dann haben wir hier einen, ja, großen, relativ leeren Raum. Schauen wir mal in die anderen Zimmer hier noch rein. Okay, das ist auch leer. Mal Tür zu. Und auch hier, da haben wir nicht viel. Und na, ich denke mal, die beiden Räume hier sind auch leer. Okay. Dafür ist das Gebäude umso eindrucksvoller. Und die Map bzw. das Gebäude hier ist ja sicherlich noch in Arbeit. Ich denke mal, alleine diese Glaskuppel hier mit dem riesen Kronleuchter aus Glowstone. Irre. Das sieht auch im Dunkeln gut aus. Ich habe es ja im Dunkeln gesehen. Nur, um es halt euch zu zeigen, ist natürlich tagsüber das besser. Aha, und hier unten, da drüben ist der Ausgang. Auch ein schöner Brunnen hier. So, hier geht's also runter. Wo sind wir denn da? Jede Menge Bücherwände. Das sieht mir so nach einer Art Archiv aus. Da ist hier auch noch jede Menge Platz. Okay. Dann, was haben wir hier? Aha. Oh, aber auch schön gemacht hier mit der indirekten Beleuchtung. Glowstone hinter Glas. Aha. Das sieht gut aus. Au, oh, jede Menge Kisten. Hier hat jemand offensichtlich ein größeres Lager. Was haben wir hier? Erde, 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 Stein. Hops, ich muss mal sehen, dass ich hier richtig, halbwegs richtig laufe. Stein, ja, und noch jede Menge anderes. Och, Netherrack. Jede Menge. Okay. Ja. Und hier eine ganze Batterie Öfen. Hier, aha, hier denke ich mal, wird ein Portal entstehen. Okay.
So, was haben wir hier denn Schönes drin? Och, jede Menge Eisen, jede Menge Kohle. Gut, Trittplatten und... Aha. Oh. Das hört sich nach Pistons an, okay. Oh, sehr schön. Das gefällt doch. Ja. Und da haben wir hier, boah, diese riesige Kirche, diesen Dom. Und hier oben haben wir, das sieht ja auch mal einfach gigantisch aus. Also es ist ja schon ein ganz anderer Maßstab als der, in dem ich baue. Das muss man mal ganz klar sagen. Na, das ist ja, wow. Ja. So, da steht ein Schild. Was steht da drauf? Baustelle Stadtarchiv. Ah ja, okay. Ja, also das ist ja wirklich monumental, das Gebäude hier. Und das erklärt auch die vielen Bücher da unten. Oh. So, dann haben wir da das große flache Gebäude. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, da stehen Kisten. Ups. Da ist auch ein Schild. Sehr schön. So, Baustelle Kölner Dom. Ah ja. Oh, da hast du aber noch einiges vor. Aber schon viel geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Der Turm geht ja hier hoch bis in die Wolken. Irre. Wahnsinn. Schauen wir mal kurz rein. Jetzt natürlich hier Wände und Gerüst erstmal nur fertig, aber Halleluja. Das ist ja ein Riesenstück Arbeit, was du hier schon geleistet hast. Und gut, du hast auch noch ein Riesenstück Arbeit vor dir. Meine Fresse. Und hier in den Kisten wahrscheinlich jede Menge Baumaterial. Ja, in rauen Massen. No. So, hier noch Erde und so weiter. Und ja, Cobblestone, Lehm, sehr schön. Joi. So, was haben wir da? Noch ein Schild. Aha, dieser Graben. Ist wahrscheinlich eine Markierung, oder? Denke ich mir. Mal so, weil da ist schon. Okay. So, was haben wir hier? Baustelle, Domplatz, Bahnhof. Okay, klar, wenn da der Dom ist, haben wir hier den Domplatz, Stadtarchiv. Das macht also schon mal die Dimensionen klar, in denen du hier baust. Das ist ja wirklich beeindruckend. Also, das kenne ich ja sonst, oder kennt man ja sonst eigentlich nur von Servern, so diese Dimensionen. Das ist ja Hammer. Und alles hier klick-klack, schön mit Türen auf, Türen zu. Da hast du noch einiges zu tun. Aber das sieht ja auch gut aus. Hier die Kombination von Sandstein und dem Holz, also dem Vollholz. Aha, dann haben wir hier, ich nehme an, jawohl, hier geht's runter zu den Bahnsteigen. Auch alles eine Nummer größer als bei mir. Heieieiei. Was haben wir hier? Ah ja, hier kommt irgendwann mal noch mehr Redstone und irgendwann Funktion rein. Aha, okay, Strecke geht aber noch nicht. Was haben wir hier? Aha, auch vorbereitet indirekte Beleuchtung. Nehme ich mal an. Ah ja, Gottes Willen. Wo sollen denn diese Strecken hinführen? Da wirst du dir ja noch ein Plätzchen oder mehrere sogar suchen. Aha, zweigleisig die Strecke mit Richtungen, in die dann die Minecarts jeweils fahren. Da haben wir schon eins. Ach, fahren wir doch einfach mal. Ne? Zack. Hui, auf geht's. Auch hier schön mit Wolle gemacht, die Decke. Aha. Rote Signallampe nehme ich mal an, die rote Wolle da, weil Strecke ist ja hier irgendwann zu Ende. Ja, na, zack. So, dann stecken wir den mal ein und zackadack, bringen den mal zurück. Ja, die Strecke müssen wir leider laufen. Hier ist noch kein Booster. Tippel, tappel, tippel. So. Aber das ist ja hier riesig, Junge, was du hier baust. Also, Halleluja. So, schwupp, da kriegen wir wieder Schub, da kriegen wir nochmal Schub. Und rums, sitzt das Ding wieder in der Wand. So, packen wir noch dahin, wo es hingehört.
Na, wollen ja hier alles so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Das ist auch eine schöne Lösung hier. Na, das ist die Rückseite von den Treppen. Ja. Ach, und da haben wir noch Kisten. Ach, und da geht's noch. Gehen noch weitere Bahnstrecken ab. Na, sag mal. Was haben wir hier? Eine, zwei, drei, vier. Zwei, vier, sechs, acht Bahnlinien? Jeweils doppelgleisig. Ne, diese hier sind nur eingleisig. Okay, naja. Aber immerhin. Sechs Bahnstrecken dann. Ist ja einiges. Was haben wir hier Schönes drin? Ja, jede Menge Schilder, Werkzeug, Kisten, Baumaterial. Okay, und hier? Ja, okay. Baumaterial. Also hier, ahaha. Hier kommt auch noch was hin. Frage, was da geplant ist. Sieht man nicht so direkt, kann man sich hier noch nicht so erraten. Werden wir aber wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch sehen, wenn du deine Welt dann mal vorstellst in einem Let's Show. Da haben wir den Eingang. Okay, ah ja, hier haben wir sowas wie Fahrkartenschalter, nehme ich mal an. Infoschalter, Büros, Desks. Hier haben wir die Treppen zu den anderen Bahnsteigen. Okay. So, da geht's eine Leiter hoch. Gucken wir mal. Aha, kleines Quartier hier. Noch mehr Kisten. Okay. Da kann man, naja, gut, ein bisschen runter gucken. Auch wenn man nicht viel sieht. Das ist ja. Halleluja. Auch da oben nochmal die Decke. Die ganze Deckenkonstruktion hier ist ja irre. Mit dem Holz dazwischen. Dann darüber auch nochmal jeweils versetzt. Die Cobblestone-Träger. Und dann hier alles so runtergehängt. Glowstone, blaue Wolle. Heieieiei. Aber es sieht richtig gut aus. Django hat Monatskarte, wa? Hehe. Heieiei. Ach so, jetzt ist es hier wieder dunkel. Ah, jetzt können wir das Stadtarchiv mal im Dunkeln sehen. Guck mal, das sieht doch hammerhart sieht das aus. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja Wahnsinn. So, ich hoffe, mir begegnet hier kein Monster. Die müsste ich dann nämlich mit der Spitzhacke killen. Guckt euch das mal an. Sieht das geil aus? Das ist ja. Ja, da haben wir halt die Galerie, wo wir vorhin lang gegangen sind. Irre. So, ja, den Dom bei Nacht oder einen größeren Fußmarsch, erspare ich mir mal. Ich hau mich mal kurz aufs Ohr. Ach. So, dann werden wir hier weiter erkunden bei Tageslicht. Na, da hinten der Bahnhof, den haben wir gesehen. Ach so, wir können hier mal auf die Karte gucken. So, genau, hier stehe ich also vor dem Stadtarchiv. Das habe ich jetzt hier im Rücken. Da ist der Bahnhof, okay. Ja, Minecraft-Absturz wollte ich gerade noch sagen, aber. Ist ja nichts weiter passiert. Ja, wie gesagt, hier haben wir den Dom. Dann. Genau, geht's dahinter in die Stadt. Und da oben, der rote Fleck auf der Karte, das dürfte der Vulkan sein. Schauen wir uns hier einfach mal weiter ein bisschen um. So. Genau, da haben wir den Geheimeingang zum Stadtarchiv. Holala. Was haben wir hier? Ja, der Och, ist ja Wahnsinn, diese Fassade hier. Irre. So, da hinten haben wir die Fachwerkhäuser. Und zack, 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 zack. Was haben wir hier? Oh, Höhle. Schauen wir mal. Okay, das ist aber nicht. Ja, nicht viel. Nee. No, hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. No. So, müssen wir nur sehen, dass wir hier wieder zack, zack rauskommen. Swubbidi-wupp. Södale. Ja, Höhlenforschung ist ja bei dieser Karte eigentlich kein Thema. Na. No. Mechatronics hat ja hier geschrieben, dass er ein anderes Problem hat. Es geht ihm ja um große, ebene Bauflächen. Na, das sieht man ja. Und, oh, Pilze. Dieser
Zack, zack. Oh. Gleich. Zack. 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 Komm her. Haha. Oh, Leute, guckt euch das mal an hier. Joi, boah. Hier ist ja die ganze Höhle voll mit Pilzen. Ist das eine Farm oder wie? Da sammeln wir doch gleich mal ein bisschen. Schade, dass man die Pilze nur essen kann. Ich meine, wenn man die als Baumaterial verwenden könnte, würde ich das ja noch verstehen. Oder hast du da Mod drauf, mit dem du mit den Pilzen hier noch was anfangen kannst? Das ist ja. Das geht ja da hinten noch weiter. Hier haben wir noch. Ne, da haben wir dann nichts mehr. Okay. Oh, Leute. Pilz, das ist ja hier. Abartig. Also, ich habe zwar schon Pilze in Höhlen gefunden, aber so viele. Gottes Willen, die wachsen doch so langsam. Ach so, aber das wird wahrscheinlich einfach daran liegen, weil du hier ja unheimlich lange sicher schon gebaut hast. Da wachsen halt die Pilze. Und auch wenn sie langsam wachsen sie halt. Und sie haben ja dann bei dir richtig viel Zeit gehabt, hier zu wachsen. Deswegen ist das hier so voll. Das ist ja Wahnsinn. Also, ein Tipp für alle Leute, die viele Pilze haben wollen. Baut an einer Stelle eine richtig große Sache, haltet euch da richtig lange auf und baut euch vorher eine unterirdische Pilzfarm. Ne? Einfach Höhle machen und dann ein, zwei Pilze, die ihr habt, vielleicht da reinsetzen und dann einfach mal 500 Ingame-Tage lang bauen und dann sieht das hier so aus, ne? Das sind mit Sicherheit drei, vier Stacks, die hier drin sind. Ist das Wahnsinn. Okay, dann schauen wir uns hier doch einfach mal weiter um. Zack, zack, die sammeln wir auch noch ein. Da haben wir die Fachwerkhäuser. Sieht auch schön aus hier mit dem, wie gesagt, ja, der Sandstein und das normale Holz. So ein schöner Kontrast, schöne Farbzusammenstellung. Unten ein Stein, okay, und leer. Leer. Ach, okay, da fehlt ja sowieso noch das Dach. Ach ja, und ja, da haben wir es halt, ein, ne, das seht ihr ja, steile Berge. Ja, das war ja das Problem, was Mechatronics hier auf der Map hat. Und hier haben wir die Stadtmauer. Auch schön gemacht. Ja. Ja, okay, hier muss. Klar, hier ist noch jede Menge zu bauen. Also, hier hast du ja noch einiges vor, um das fertigzustellen. Aha, so diagonal lang geführt, die Stadtmauer. Aha, auch nicht uninteressant. So, dann haben wir hier, ah ja, die Hafeneinfahrt. Auch schön. Ja, hier abgeguckt oder? Nee, ach Quatsch, selbst wenn. Na, ist ja auch gleich. So. Haben wir hier was in der. Okay, hüpfen wir mal hier außen rum ran. Weil in die Kiste muss ich natürlich reingucken, ne? Ich hab da doch Verständnis dafür. Ja, okay, schade. Okay, dann haben wir also hier die Stadt. Ach ja, schön. Straßenlaternen überall. Ein Wunschbrunnen. Na, da hast du doch das Tool, mit dem du dein Problem lösen kannst. Wünsch dir einfach flache, ebene Flächen in den neuen Chunks. Dann sollte das doch kein Problem sein. Ja. Ah, hier ein. Aha, sieht offizieller aus, dieses Gebäude. Ja, würde ich mal fast so sagen. Das macht hier fast so den Eindruck eines Schalters oder Counters. Ja. Aber hier nach oben in die obere Etage kommt man hier leider noch nicht rein. Wird sicherlich noch kommen. Du hast ja hier noch. Ach so, hier geht's hoch. Aha. Okay, aber auch gut, noch kleine Einrichtungen drin. Klar, ist ja. So, dann schauen wir uns mal hier die Stadtmauer an. Zack, Tür auf, Tür zu. Aha.
da geht's lang. Zack, 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 zack. Hier. Okay. Ah, hier geht's hoch. Schwupp. Oh, das ist ja eine coole Sache hier. Richtig mit den Schießscharten. Das hat man von außen gar nicht so gesehen, dass hier drinnen jetzt auch noch ein Wehrgang ist. Wo man also hier nach beiden Seiten halt rausgucken kann. Das finde ich eine coole Konstruktion. Hier geht's wieder runter. Okay, aber wir wollen ja mal ein bisschen in die andere Richtung. Noch weiter gucken. Ja, da hinten sieht man da wieder steile Berge. Halt das Problem, dass hier Mechatronics mit seiner Map hat. Dass er halt eben für solche Sachen, so in dem Stil und Maßstab, wie er hier baut, große Ebene, halbwegs ebene Flächen braucht. Ja. Damit er hier sowas umsetzen kann. Denn das ja, braucht hier einfach mal Fläche, die er hier hat. Aha, hier haben wir einen kleinen Kanal, der hier durch die Stadt fließt. Nochmal ein Blick auf den Dom. Schön. Ja, ich gucke jetzt hier nicht in jedes Haus rein. Ja. Ach, und dann haben wir hier noch einen schönen Bauernhof. Ha. Kürbisse, Getreide, krass. Schön. Poff, und das spawnt ein Schwein. Aha, da hat er... Aha, das ist ja mal eine interessante Sache. Da sehe ich doch einen Spawner. Ach, ich kann jetzt hier nicht... Doch, ich habe doch einen Erdklotz dabei. Da können wir doch, ne? Können wir doch mal dem Schwein guten Tag sagen. Ah, da ist ein Schweinespawner drunter. Schön versteckt. Das ist ja eine pfiffige Idee. Was haben wir hier? Noch ein Schweinespawner. Jo, dann ist der hier auch schön gefüllt immer, ne? Der Stall. Ich mach mal hier kurz so. Ich mache auch hinter mir wieder zu. Ja, also, ne? So wie sich das gehört. Na, so. So. Gehört sich das, ne? Alles schön wieder sauber hinterlassen. Jo, ach, hier ist ja Leben in der Bude. So, dann schauen wir mal weiter. Ich möchte ja noch zu dem roten Fleck auf der Karte. Ja. So, zack, zack, zack. Genau, in die Richtung müsste es gehen. Ja, wir haben ja auch da auf der Cartographer-Karte, auf der wir den Überblick hatten, ja, gesehen. Wo latsche ich denn jetzt lang? Da lang muss ich. Aha, genau, da haben wir die Wasserfälle. Eigentlich muss ich eher in die Richtung. Es wird schon wieder dunkel. Ja, okay, ich... Schlafen wir uns hier durch. Uah. Oh, Mossy Cobblestone. Hier ist offensichtlich auch was verbaut worden. Höhle, okay. Aha. Ich grab mir hier mal mit der Schaufel ein bisschen Erde weg. Dass ich mich notfalls hier rausbuddeln kann. Und dann... So, ich weiß jetzt nicht, das sieht mir aber nach natürlicher Höhle aus. Oh, noch jede Menge Ressourcen da. Oh, Kohle in der Decke. Okay. Und? Oh, da geht's noch. Ja, nee, da geht's noch nicht mehr weiter. Okay, okay, okay. Gut, kleine Höhle soweit. Aber ich bin sicher, wenn ich jetzt wüsste, wo... Ich glaube... Hä? Wo war denn jetzt? Da war doch. So. Draußen ist immer noch duster, aber hier scheint auch was ja, im Busche zu sein oder im Bau zu sein. So. Denn mit dem Mossy Cobblestone hier, der ist ja auch nicht normal. So.
So, erstmal so sehen, dass wir hier irgendwo noch möglichst oben kommen. Da lang muss ich. Okay, das sollten wir hinkriegen. Plop, 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 plop. Soll es hier auch schon anders hingehen. Denn. Oh, da haben wir nochmal einen schönen Blick auf den. Ich glaube, das ist der Bahnhof da hinten, ne? Ja, das ist der Bahnhof. Na, ne? Schön, schön, schön. So, hier haben wir es. Ah, das ist ja auch schön. Also ich denke mal, das ist auch gemacht hier mit dem Obsidian, ne? So als Vulkan, denke ich mal, vielleicht sollte das sowas werden oder so. No, kann man sich immer abgreifen, die Idee hier. Tja, also auf jeden Fall ein spektakulärer Fleck. Und ja, no. Gut. Was jetzt an Tipps und Tricks zu sagen ist, habe ich ja eigentlich schon gesagt. Ich fasse einfach nochmal kurz zusammen. Du willst ja hier auf deiner Karte großflächig bauen. Das haben wir ja hier gesehen. Ah, mit dem Dom und mit dem Bahnhof und das Stadtarchiv, die Stadtmauer drumherum. Da brauchst du eben wirklich große ebene Flächen. Und ja, die sind natürlich so in Minecraft von vornherein eben nicht da. Die muss man halt machen. Und mein Tipp wäre eben zum Beispiel Seen zuzuschütten oder zu überbauen einfach mit einer flachen Erdschicht. Na, da kriegst du nämlich ebene Flächen, relativ groß, je nachdem wie groß halt der See vorher war, ohne halt zu viel von der Landschaft drumherum kaputt zu machen. Ja, wie gesagt, einfach brachial irgendwo rein mit World Edit dann hier so eine Fläche reinzustampfen, das ist natürlich die schlechteste Lösung. Na, besser ist es, wie gesagt, Seen zuzumachen, denn da hast du schon eine flache Fläche, ohne halt Landschaft drumherum kaputt zu machen, und so kriegst du dann halt bebaubare Flächen. Und eine Anregung, einfach ja, auf mehreren kleineren Flächen zu bauen, auch wenn es halt hier so große Gebäude sind. Aber wenn wir mal hier gucken, wenn wir mal uns so hin begeben, dass wir etwas sehen. So. Jawohl, hier haben wir einen schönen Aussichtspunkt. Steht ja der Bahnhof und der Dom und das Dorf oder die Stadt vielmehr auf einer Ebenenfläche. Das könnte man durchaus auf verschiedenen Niveaus machen, so wie das hier schon mit dem Stadtarchiv gemacht hast. Dann brauchst du nämlich nicht eine große durchgehende Fläche, sondern mehrere kleinere. Und die sind vielleicht leichter zu finden, leichter zu erschaffen, ja, ohne dass man halt so viel in die Landschaft eingreifen muss. Ja, ansonsten in den Größenordnungen, in denen du hier deine Gebäude baust, ist das natürlich schwer. Da muss man halt eben kräftig planieren, damit man eben eine ebene Fläche kriegt. Im Kleinen kann man natürlich wesentlich besser sich an das Gelände anpassen mit dem Bauen. Na, wie ich es zum Beispiel bei meinem Berberdorf mache oder wie es Dysfunction zum Beispiel mit seinem Bergarbeiterdorf gemacht hat. Der hat da ja wirklich extrem geländeorientiert gebaut, also richtig an den Bergwänden hoch gebaut und schön mit der normalen Geländekontur da gebaut. Da kann man sich natürlich ein bisschen was abgucken, das musst du natürlich dann nur für deine Größenverhältnisse umsetzen. Aber soweit denke ich mal, das wird eine richtig geile Map, die du hier baust. Entschuldigung. Also eine richtig geile Map, richtig tolle Bauwerke und Ideen, die du hier umsetzt, mit richtig viel Arbeit drin. Also alleine hier der Kölner Dom, da hast du ja noch richtig was zu tun.
hast da richtig schon was geschafft, das ist ganz klar. Und mit der Stadt hier und so weiter, also jui, kann ich da nur sagen. Und wenn ich mir im Bahnhof da die 6 Strecken ansehe, die müssen ja auch noch irgendwo hinführen. Also du hast hier sicherlich noch Großes vor. Und groß heißt bei dir auch wirklich groß, wenn ich mir die Bauwerke angucke, die du hier schon hingestellt hast. Ja, also Plätzchen müssten sich eigentlich finden lassen, na, mit ein bisschen Hilfe. Wie gesagt, erster Tipp, Seen zuschütten oder zu bauen. Einfach Schicht Erde drüber, fertig. Dann hast du schon mal relativ große ebene Flächen, auf die du bauen kannst, ohne dass halt zu viel von der Landschaft kaputt geht. Und eben mehrere kleine ebene Flächen, kleinere, nicht kleine, kleinere bei dir, no, kleinere ebene Flächen schaffen, die zwar alle auf dann unterschiedlichem Niveau liegen. No, so brauchst du also eben nicht ganz so viel wegzuräumen. No, so halt für jedes Gebäude oder ja, vielleicht ein Plateau schaffen und das nächste Gebäude dann auf einem anderen Niveau zu bauen. Da sparst du dir dann vielleicht ein bisschen Arbeit und halt eben das auch damit, oder kommst dann eben drumrum, da hier mit MacEdit oder WorldEdit hier einfach großflächig Flächen platt zu machen, damit du deinen Platz zum Bauen hast. No? Ja, das war's soweit von mir. Ach, es geht auch wunderbarerweise die Sonne auf. Schauen wir mal, ob wir da noch einen schönen Blick hinkriegen. Denn immer wieder geht die Sonne auf. Udo Jürgens hat das damals gesungen, ne? War, glaube ich, für Deutsche Klassenlotterie oder sowas. Oder Aktion Sorgenkind, der Song. Oder beim Grand Prix war er dabei. Egal. Wir, ja, genießen hier einfach als Abschluss des ersten Crab Map Checks den Sonnenaufgang. Das war mal eine wirkliche Herausforderung. Danke dafür an dich, Mechatronics. Auch, dass du das einfach so gut vorbereitet hast, ein bisschen was dazu geschrieben hast zu deiner Map. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und episch wird diese Map auf jeden Fall. Na, ich freue mich schon darauf, da von dir vielleicht ein Let's Show zu sehen. Grandios. Bis dahin, adieu mit Ö.